an das Schicksal der 1938 aus Oldenburg deportierten Jüdinnen und Juden zu erinnern, gibt es den Oldenburger Erinnerungsgang. Seit 1981 setzt man so ein Zeichen des Gedenkens, indem am 10. November die Route nachgelaufen wird, auf der 1938 jüdische Oldenburger durch die Stadt getrieben wurden. Organisiert wird die Veranstaltung seit 1981 vom Arbeitskreis Erinnerungsgang. Seit 2005 übernimmt jährlich eine Schule die Schirmherrschaft und unterstützt den Arbeitskreis bei der Organisation. Im letzten Jahr war das Gymnasium Eversten an der Reihe. Neben dem Schweigemarsch organisierte man zudem zwei Ausstellungen, hatte zwei Wanderausstellungen zu Gast und gestaltete einen kulturellen Abend zum Thema. Bei einer Veranstaltung in der Aula des GEUS, die zusätzlich in alle Klassenräume gestreamt wurde, zog man diese Woche Bilanz. Wir haben ein ganz wunderbares Projekt, Schulprojekt zu Ende gebracht mit über 500 Schülern, die wir beteiligen konnten, mit bestimmt 30 Lehrern, die daran beteiligt waren, die zusammengearbeitet haben und eine ganz tolle Zeit miteinander verbracht haben. Eine anstrengende, aber auch eine sehr extrem fruchtbare für beide Seiten, für Schüler und Lehrer. Ja, und das Zweite ist, zu Ende gegangen ist gerade meine eigene Schulzeit als Lehrer. Nach so vielen Jahren gehe ich am Freitag in Pension, werde entpflichtet. Ja, das sind die beiden Abschiede, die ich heute feiern durfte. Die Ausstellung in der Landesbibliothek, der kulturelle Abend und der Schweigemarsch wurden zudem auch auf Video festgehalten. Mit Unterstützung von O1 entstanden drei Filme, die die Aktivitäten eindrucksvoll dokumentieren. Also ich glaube, es waren um die 150, 160 Stunden, würde ich sagen. Ja. Also eher mehr. Wir haben einen Tag in der Schule ausgesetzt und haben aber natürlich alles wiederholt, also alles nachgeholt und haben einen Tag dann wirklich den ganzen Tag geschnitten und in der Nacht und so. Und es gab da auch schon Komplikationen mit der Schule, aber das hat nachhinein gut funktioniert durch gutes Management und dann ging das auch. Und durch unsere Motivation war das dann auch kein Problem mehr. An die 500 SchülerInnen und 30 Lehrkräfte waren an der Vorbereitung und Durchführung des Erinnerungsgangs und der begleitenden Veranstaltung beteiligt. Und das nicht immer nur während der regulären Schulzeit. Das Projekt aber rechtfertigt den Aufwand. Ich denke, dass mit so einer Aktion auch der Bildungsbegriff doch deutlich erweitert wird. Nämlich Bildung in Schule ist nicht nur Unterricht im Klassenraum, sondern Bildung heißt auch, dass man diese Mauern einreißt, in die Praxis geht und über einen Lehrstoff, der auswendig gelernt wird, klar, auch über den diskutiert wird, aber etwas gemeinsam zu machen, was ins Leben passt, das ist Bildung. Bildung, die hoffentlich mit dazu beiträgt, dass sich Vorgänge wie die menschenverachtenden Taten der Nationalsozialisten nie wiederholen.